Als erstes mache ich mir eine kleine Vorzeichnung. Dafür benutze ich einen grauen Aquarellstift und arbeite in lockeren, freien, zügigen Strichen. Das heißt, ich gehe da nicht so genau vor, aber wem es lieber ist, der kann selbstverständlich auch eine Vorlage ganz korrekt übertragen. Dann geht es auch schon an den ersten Farbauftrag und dabei konzentriere ich mich darauf, zunächst die größten Flächen zu kolorieren. Dabei arbeite ich mit der flachen Seite des Stiftes, also in einem sehr flach gehaltenen Stift, so dass ich große Flächen schnell einfärben kann. Dann geht es auch direkt weiter mit ersten Details, hier den Bootskörpern zum Beispiel. Und unten am Hafen ein angedeutetes Ziegelsteinmuster. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Außerdem habe ich mir auf einem benachbarten Papier die von mir benutzten Farben nochmal aufgetragen. Dabei habe ich viel Druck ausgeübt auf den Stift und auf das Papier, so dass ich einen satten Farbabrieb habe und das Papier kann ich dann in der Folge nutzen wie eine Palette. Ja, oder wie einen Aquarellkasten, wo ich mir die Farbe dann wegnehme. Dann verwasche ich die ersten Farbaufträge mit dem Pinsel und dabei beginne ich beim Blau des Horizonts. Ich verwasche die Farben weich nach oben und spiele dabei mit der Wassermenge, um einen wolkigen Charakter entstehen zu lassen. Von der Palette kann ich mir den richtigen Farbton nochmal nachnehmen und so auf einfache Art und Weise Stellen nochmal abdunkeln und intensivieren. Nach und nach verwasche ich jetzt so die einzelnen Flächen, wobei ich darauf achte, dass feuchte Farbaufträge sich nicht berühren sollten, die nicht ineinander laufen sollen. Wenn das doch mal der Fall ist, so wie hier, dann kann man mit einem trockenen und sauberen Pinsel den noch nassen Farbauftrag sozusagen wieder von der Bildoberfläche wegsaugen und damit abtragen. Auf diesen Flächen kann man dann auch direkt weiterarbeiten und es gilt insgesamt ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie verhält sich die Farbe auf einem Untergrund, der noch leicht feucht ist oder der ganz nass ist. Umso häufiger man mit dem Material arbeitet, umso besser wird natürlich auch schnell das Gespür dafür. Man sieht hier, wie ich an einzelne Flächen immer wieder herangehe, hier arbeite und dort. Ein bisschen hat es was von Dirigieren und ich hinterlasse hier und da auch schon mal freie Sprenkel. Dann geht es auch schon ans Kolorieren von einzelnen kleineren Flächen. Dabei arbeite ich vorzugsweise wirklich mit der Spitze des Pinsels und variiere mit der Wassermenge und auch mit der Farbmenge, die ich mir sozusagen von meiner Palette hole. Mit den Stiften direkt arbeite ich dann wieder die Figuren aus und ich wechsle dabei zwischen helleren Tönen und dunkleren, um so ein bisschen Licht und Schatten von vornherein ins Spiel zu bringen. Wenn ich diesen Farbauftrag dann verwasche, arbeite ich ebenfalls vorzugsweise nur mit der Spitze des Pinsels und ich achte darauf, dass innerhalb der Figuren einzelne freie, kleine, weiße Felder stehen bleiben. Kleine weiße Flächen, weiße Linien. Also ich fülle die Figuren nicht komplett gänzlich mit Farbe. Im Anschluss kann ich dann mit dem feuchten Pinsel nochmal Farbflächen anlösen an den Rändern, also Übergänge
weicher gestalten und anpassen. Dabei arbeite ich dann vorsichtig an angrenzende Flächen heran, ohne diese aber zu berühren. Danach zeichne ich einer Figur den Flatterschal, aber den verwasche ich noch nicht, das kommt dann später. Zwischenzeitlich habe ich meine Palette um weitere Farbaufträge ergänzt, vorzugsweise dunkle Farben wie das dunkle Braun, Schwarz und Grau. Und diese Farbfelder löse ich jetzt großzügig mit viel Wasser an. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Farbe jetzt nicht mit dem Pinsel aufnehmen möchte, sondern mit dem Malmesser. Hierfür nehme ich die Farbe mit der Kante des Malmessers auf und kann so in das Bild ganz feine Linien ziehen. Zum Beispiel für den Bootsmast. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum, da man mit den Stiften ja auch sehr gut feine Linien ziehen kann. Warum also mit dem Malmesser? Das ist einfach beantwortet. Der Farbauftrag mit dem Malmesser ist ungleichmäßiger, hat also einen ganz anderen Charakter und außerdem kann ich, je nachdem wie ich das Malmesser ansetze und verziehe, nochmal ganz andere Farbfelder damit erzeugen. Der Umgang mit dem Malmesser bedarf da natürlich auch ein bisschen der Übung, aber das ist schneller lernt und schnell hat man den Dreh raus. Ich arbeite also abwechselnd wirklich mit der Schneide. Und dann kippe ich das Messer und ein zusammengelegtes Segel entsteht so quasi fast von alleine. Wenn man nur mit der Spitze des Malmessers arbeitet, dann kann man auch ganz gut freie Details ergänzen. Und ich ziehe unter anderem zum Beispiel Bootsmaste, wo eigentlich gar keine sind, deute die so an und ich mag einfach den freien Charakter dieser Arbeiten und was spontan mit der Farbe passiert. Hier nochmal kleinere Details in den Bootskörpern. Also wie man sieht, ist auch das Malmesser ein Pinsel. Es eignet sich hervorragend für gerade Linien, die man dann sozusagen auch ansetzen kann und dann kann man das Malmesser kippen und den frischen Farbauftrag auch verreiben. Hier soll es ja steinig werden, da passt das ganz gut. In der Zwischenzeit sind dann auch meine Figuren getrocknet und jetzt kann ich mit sehr dunklem Aquarellstift, also ich benutze hier tatsächlich einen schwarzen, nochmal Dunkelheiten hinzufügen. Also ich entscheide mich für eine Schattenseite. Außerdem arbeite ich jetzt Pfeiler ein, an denen ich hinterher noch Ketten zeichnen werde. Das ist also nicht sehr genau, sondern einfach kraftvoll und ja, beherzt diese Poller zeichnen. Hier ruhig mit einem satten Farbauftrag starke Linien. Diese Flächen werden dann hinterher auch mit dem Pinsel verwaschen. Und unter anderem mit dem Farbüberschuss, also das, wo es mir zu intensiv ist, erstelle ich dann im unteren Bildbereich Schatten. Und dafür reicht die am Pinsel befindliche Farbe zumeist, dass man dann noch einen sehr hellen Ton damit auftragen kann. Zwischendurch streife ich den Pinsel immer wieder ab. Also ich nehme dann mit dem trockenen Pinsel auch Farbe wieder weg. Mit dem sauberen, nassen Pinsel verwasche ich dann letztlich auch noch den Schal.
und arbeitet dabei vorzugsweise auch mit der Pinselspitze für die feinen kleinen Details. Wenn das Bild dann so aussieht und vollständig getrocknet ist, kommen die abschließenden Arbeitsschritte. Dafür zeichne ich mit dem weißen Aquarellstift noch einige helle Lichtakzente ins Bild. Vorzugsweise bei den Pfeilern und innerhalb der Figuren. Aber hier ist man ganz frei in der Gestaltung und kann da wirklich nach Belieben nochmal Kleinigkeiten ergänzen. Zuletzt dann kombiniere ich alles mit dem Pitt Artist Pen in der Stärke F. Damit ziehe ich die Ketten von Pfeiler zu Pfeiler, setze Akzente in den Boden innerhalb der Figuren und das Bild bekommt dadurch nochmal einen ganz anderen Charakter. Außerdem schreibe ich dann freie Texte in den Hintergrund. Die können leserlich sein oder auch nicht, das sollte einfach dem persönlichen Geschmack entsprechen. Ja, dann würde ich sagen, braucht das Bild nur noch eine Signatur und fertig. Mir bleibt dann euch viel Spaß zu wünschen beim Ausprobieren dieser Technik und ja, ich denke, die Kniffe sind schnell gelernt und ihr werdet dabei viel Freude haben.